Sah aus dem ersten Augenblick aus, als ob du da so weiße Päckchen mit dem Gürtel hingeschmissen hättest. Ach, man hat gar nicht drauf geachtet. Wo ist für der... Vertreiben die gute Hey, bleib doch hier! Oh, viel schnell, Diabol! So, hopp, komm, zeig uns deine Schwester. Oh, sie können ja doch reden. Ich höre es nicht, ich hab's weggeklickt. Weggeklickt? Ja. Wieso? Hat die noch was gesagt ohne diesen Dialog da unten? So, ne, ich meinte die Mädels. Ach so! Die wieso? Hat die echt, was hat die gesagt? Die haben gesagt, eure Schmerzen werden wird süß in unsere, ach keine Ahnung, irgendwie sowas. Süß in unseren Ohren klingen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Mädels irgendwas gesagt und das war nicht zu der. Wow. Scheiße, Kubi. Mach mal den Debuff weg. Schlimm. Oha, caramba. Und auf geht's wieder in den Krater. Haben wir es ja bald geschafft. Oder? Nein. Ah ne, danach kommt noch mal ein Turm, ne? Genau. Oh mein Gott. Noch zwei Ebenen und dann haben wir es fast geschafft. Lass uns hier aber auch versuchen, einfach den richtigen Weg zu finden. Und nicht unbedingt alles zu machen. Ui. Geh mal Hunger. Ganz schön wurmverseucht hier, ne? Okay. Jo, die Änderung bei den Xivre, die finde ich auch. Weißt du, die werden jetzt weniger häufig wütend. Ja, okay. Und schielden sich weniger oft. Ja, auch okay. Aber wenn sie wütend werden, dann machen sie nicht mehr Schaden. Hä? Oder? Hä? Ich meine, was soll denn das? Warum werden die dann überhaupt wütend? Damit sie schneller laufen. Das ist irgendwie lächerlich. Und schneller zuhauen, oder nicht? Oh ja, du hast recht, schneller zuhauen. Na gut, dann machen sie ja immerhin doch einen Token mehr Schaden. Oh, die Viecher werden gebufft. Au, au. Wow, wo will der Dicke denn hin? Ah, ich bin mal mit Pete in der anderen Hälfte der Indie und mach hier alles tot, ne? Ja, ich komme mal. Ich komm mal zur Party dazu. Ah, dieser Buff-Fuzzi ist abgehauen. Aua, 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 aua. Und hat da wieder quasi einen Marathon hingelegt, ne? Ja. Und er hat es dann doch noch geschafft, in die andere Gruppe reinzulaufen, dass wir die gepult haben. Traut man diesen kleinen, dicklichen Wesen mit den dicken Beinen, ich meine jetzt nicht dich, gar nicht zu, ne? Ich wusste, dass sowas kommt. Dass die so weit laufen können, ey. So, dass wir diese kurzen Beine haben, ne? Dann haben die so ein Speed drauf, wie die das überhaupt machen. Die laufen nicht, die rollen. Die rollen, oh shit, ich wollte doch nur mein Loot holen. Warum hab ich nicht gesagt, dass... Ja, also dachte, jetzt nicht nur die zwei, jetzt hast du auch die untere Hälfte, oder? Ja.
Haha, warum nicht? Ich werde hier so gerade leicht ausgepeitscht. Oh. Oh ja. Zumindest versuchen sie es. Junge, was du da aus dem letzten Winkel wieder alles rausgeholt hast? Vom Weg schnell den Weg suchen. Gibt alles Erfahrungspunkte, ne? Eben braucht man 7,7 Millionen. Oh, jetzt schon 8,6. Steigt ja, wacht schon wieder einer an. Hier. Ich versuche den mal hochzudrücken diesmal. So, jetzt aber. Ab in die Richtung. So. Das hat aber gut einen drauf. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Ich laufe da jetzt einfach ganz dreist weiter. Ohne Rücksicht auf euch. Oh Gott, und da kommt schon gleich ein Elite mit seinen Gifthänden. Oh nein. Und so Kubis. Oh, und Eis. Oh, und so Kubis. Der hatte die als... als Minions dabei? Nee, ne? Nee. Oh, mein Weglaufen war doof für den Mage. Na, der ist gerade... abgetreten. Hoffentlich wartet er. Er scheint zu warten, gut. Ach, ich gehe. Ah, Pete geht schon. Retzen. Ist er schon. Ist geretzt. Vereist, verseucht, abschirmt, elektrisiert. Stinkend. Ah, Berserker raus. Fausto Sturmschänder. Geiler Name. Fausto. Komm, Eis, geh hoch, sonst... Uah. Werde ich nicht eingeeist. So, jetzt geht er. Magst du mich mal aufheben? Ist doch kalt. Kalt am Boden. Ja, das Eisen hat mich getroffen und das war ungünstig. Ich habe ein Amulett gefunden. Amulett. Ich hab mal wieder zwei Sachen für den Dämonenhunter gefunden, wow. Stärke, Geschick, Blitz, Crit, nicht so proper. Aber bei der muss man hart im Nehmen sein, ne? Bei dem ganzen Crap. Höllenfellbeber. Nehmen wir. Was ist denn hier plötzlich los? Ich wurde von dem Gerät rangezogen und bin da mitten in dieser Gruppe gelandet. Oh shit! Ich war gerade kurz auf dem Desktop. Und da war hier noch alles leer und ich komme zurück und alles ist voll. Ah, von dem blöden Ding hier. AKA Höllenbringer. So, ich muss mal eine Sekunde hier stehen bleiben. Wow, bist nur surrounded, aber egal. Boah, ich benutze einfach mal zwischendurch Revanche und ihr haut das weg, super, super. Ja, also bis jetzt fühlt sich 1-0-4. Sorry, esse nebenbei. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Dann lege ich mich nicht alleine an. 4 fühlt sich angenehm an, allerdings habe ich ja noch gar nicht ausprobiert, was meine neuen Fähigkeiten, so die gebufft wurden, so bringen. Aber das mache ich auch mal in einem anderen Video, mal mit einer Zweihandwaffe. Mal gucken, wie das so abgeht. Der denn her?
Also ich weiß nicht, zwischendurch mal auf den Balkon gehen und zu rauchen, das ist ja noch okay, wenn ich das mache, aber dass du zwischendurch chattest, das muss ja wohl nicht sein, oder? Ja, ja doch, Pete hat mich angeflüstert, dass er nebenbei ist und hat sich dafür irgendwie entschuldigt und da habe ich jemand geschrieben, ja, das wird alles dokumentiert, wäre kein Problem und da meint er, super. Oh mein Gott, Terrortruppe. Terror-Truppe. Der eine geht rauchen, der andere auf Desktop und der andere ist am Essen. Und der arme, der arme Mage stirbt da, warte. Ich weiß gar nicht, wie fies das ist. Aber die haben die Rap-Kosten doch abgesetzt, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Wenn der Mage böse wird, dann kann ich ihm das ein oder andere Goldstück. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Das weiß ich, das ist hier immer so. Wir müssen hoch. Unten ist nur Tod und Verderben. Oh, hier oben auch. Ah, da ist ein Buffer. Ja. Ey, die Hydra vom Zauberer sieht echt geil aus. Ich mag die. Au. Boah. Habt ihr den Zauberer schon? Ich weiß es nicht. Nee. Oh. Ups. Oh. Ups. Da waren noch ein paar richtige Zauberer. Oh, jetzt mal kurz überlegen. Erstmal einen dicken Klopper hier noch kurz. Oh mein Gott. Boah. Ich versteck mich mal hinter Mage. Haben die hier einen AOE-Buff oder was? Auf einmal sind alle gebufft. Kriegen die das denn hin? Die cheaten doch, diese Zauberer. Jetzt den Mage noch vor einem Wurm retten. Was ist hier wieder los? Ist vor zwei Würmern auch noch. So, haben wir jetzt mal Zeit für unsere Spezialisten hier, die Okkultisten. Arkan naja, verseucht, Lebensband halbtraumhaft offenbar. Okay. Da der Enrage ja entfernt wurde, ist es ja irrelevant. Jo. Da können wir uns ja Zeit lassen. Jo. Auch wieder ein Wurm, ey. Wie viele Würmer? Die haben hier eine Wurmplage. Sogar der Wurm ist gebufft. Unfassbier. Oh, wie viel Lebensmittel der Wurm hat endlich. Oh, was macht der Mensch denn wieder? Aber Schwein. Ja, wir sind hier nicht zum Spaß, wir sind hier für Baragon-Punkte und um Erfahrung zu sammeln mit 1-4. Ja. Was ist der Mensch mit Leben, aber darunter will ich irgendwie nicht. Das wird nicht gut enden. Kommen wir schon zurück? Ja, aber Pete nicht. Pete hat Blut geleckt, der will unbedingt den Okkultisten hier haben. Ah, dann machen wir jetzt auch Blatt, wie viel hat er eigentlich gehabt hier? 4,6 Millionen. Oh, der Mage ist schon wieder tot. Vom Arkanwächter, also das... Da war er blind. Oh Mann. Braucht ihr noch lange? Nö, jetzt fertig. Ich habe hier nämlich so ein kleines Problem. Der Rest der Bagage hat mich nicht gerade besonders lieb. Ah, deine Crypt ist auch ein paar Wochen alt, nicht? Ja, zwei von den Viechern und dann noch solche Spinnen im Hintern und die Arkanbrutzler. Ah, meine Equip hat sich ja verbessert durch den Patch. Wieso? Ja, die Mobs sind schlechter geworden, also ist meine Equip besser geworden. Ja, so kann man es auch sehen. Hm. Boah, die ultimative Zweihandaxt. 553 DPS. Wahnsinn.
Jo. Hoch, 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 Jungs. Hoch, 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 hoch. Ah, noch eine schöne Änderung. Ja. Versuch doch mal ganz todesmutig einen Skill aus deiner Leiste zu ziehen und damit den Buff wegzumachen. Ich habe meine Leiste gesperrt. Ah, Damit mir sowas nicht passiert. hast Wahlmodus rausgemacht. Ja, mittlerweile haben sie Drag and Drop ausgeschaltet. Nur wenn das Fertigkeitenfenster offen ist, dann kannst du Drag and Drop machen. Egal ob Wahlmodus Nee. an oder aus. Ja, Wahnsinn, oder? Das heißt, ich muss das jetzt nicht jedes Mal umstellen, wenn ich umskille. Na, Nein. endlich. Jo. Trotzdem möchte ich, dass ich das. Trotz der Sache nicht. Na, es ist buggy. Warte, ich teste das gleich mal, wenn die hier mal down sind. Obwohl, soll ich vielleicht vorher machen, dann kann ich mir wenigstens noch einen Buff wieder zurückholen. Jo, also die Arkanbrutzler sind jetzt schon nett, so mit knapp 1000 Resis. Nope. Brauche ich nicht mehr drüber springen. Aber lange im Ursprung stehen bleiben ist immer noch ein bisschen doof, okay. Aber ansonsten. Also, oh, oder in Zweien. Aber hier, was Positionierung angeht von den Arkanwurzeln, also da hat sich doch nichts geändert, ey. Machen die immer noch alle auf die Stelle. Wie, hä? Was los? Was los? Was los? Ist irgendwas? Ist irgendwas? Bin nur verwirrt. Achso. Also der auf einmal gelb ist. Das war ja schon die ganze Zeit. Aber da die anderen ja grau sind, muss ja irgendwo ein Elite stehen, der die Brutzler macht, ne? Theoretisch. Jo, außerdem hat er auch drei Diener, ne? Die können auch die Brutzler machen. Na komm, Pete. Machen Sie platt. Der Pete meinte allerdings auch, er hätte TS. Den könnten wir doch eigentlich ins TS holen, oder? Theoretisch ja. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen, oder wenn sich irgendeine Pause bietet, ist es ja ein bisschen aufwendiger, dann eben Daten. Ich glaube, Copy and Paste funktioniert. Ich werde mal probieren. Arme Schwein, was ey. Macht er? Ist der betrunken? Der Kartoffelschnaps ist schlecht. Oh, ich bin gleich wieder voll. Ein komisches Schild. Viel zu wenig Rüstung, aber 19 Blockchance. 122 Geschick, 143 Vita, 12 Allgemeine und Magic Find. Naja. Ich habe hier wieder die ultimativen Armschienen. Widerstand drauf, mehr Gold, Heilkugeln, erhöhter Radius für den ganzen Crap, den du aufsammeln kannst, aber sonst keine Primärstats. Cool. Oh, der geht sogar, oder? Der Köcher? Angriff 6, Tische. Bin jetzt auch nicht so der Köcher Spezialist. Warte, ich versuche mal hier Copy Paste von unserem TS zu machen. Was? Ja, da bin ich wieder. Ich bin eben leider aus dem Spiel geflogen, als ich dem guten Pete die Daten für das TS geben wollte. Da ist irgendwie das Spiel abgekackt. Hatte ich vorher noch nicht das Problem. Ich hoffe nicht, dass es ein neuer Bug ist nach dem Patch. Wie auch immer, habe natürlich meine Stacks verloren vom Nephilim Buff, aber damit muss ich leben. Und ich dachte mir, dann kann ich ja auch gleich mal umskillen und ich nehme meinen Damage Buff raus, den Kampfrausch, und hole mir dafür mal den neu gebufften Zerfleischen Skill.
Ja, 700 Waffenschaden, hat mir die Rune geholt, dass er 903 Waffenschaden macht und ich mal gucken, wie man mit diesem Bluten so spielen kann. Gibt noch andere schöne Runen, finde ich hier. Dieses Blutbad hört sich interessant an. Oder hier Leben zurückbekommen, denke, das brauche ich aber nicht so unbedingt. Wirkungsbereich. Ja, ich probiere mal Zerfleischen aus mit Fleischwunder. Mal sehen, wie der Damage jetzt so aussieht. Eben kurz noch warten, bis der Pete ins TS kommt. Und dann geht's weiter. Ist es leichter zu spielen. Ja, vorher habe ich mit dem Schild auch nicht wirklich viele Fortschritte gemacht, weil dadurch, dass ich so wenig Schaden mache. Aber jetzt muss ich sagen, ohne Schild lässt sich das auch spielen, als hätte ich ein Schild. Obwohl ich jetzt einen Rüstungswert mit Kampfrausch und Kriegsschrei auf 9400 komme. Aber ich muss sagen, ich verliere wirklich ziemlich wenig Leben. Hört sich gut an. Hört sich gut an, ja, hört sich sehr gut an. Mit dem Schild habe ich sogar 10.900, aber das ist, glaube ich, eh zu viel. Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen hast du ja, glaube ich, noch den Buff jetzt von, weil Xivre, der Mönch, ja jetzt eben nochmal gebufft hat. Hab weggeklickt, jetzt kannst du mal gucken. Ich muss sagen, aktiv. Meine Resis haben einen Schnitt von ca. 1000. Und Rüstung 8300. Hm? Nur der Schaden ist halt nur 26.400. Aber das ist, glaube ich, spielbar. Ja, ich glaube nicht so schlimm. Hm. Finde ich cool. Also ich habe mir auch das Video von dir angeschaut. Über die Erklärung vom Patchpunkt 104. Ah, okay. War auch interessant. Weil heute in der Früh habe ich aufgedreht und ja, dann hat er halt den Patch runtergeladen. Und dann alles durchgelesen, was sie so machen. Ja, ist ja einiges, ne? Die Patchnotes waren ja ellenlang. Ja, voll. Die wollten ja auch Spalten und Hieb stärker machen, aber ich glaube trotzdem ist Baserei am besten zu spielen. Ja, kommt drauf an, ne? Jetzt ist halt so dieses Spiel mit einer Zweihandwaffe wird interessant. Genau, das will ich die Tage auch nochmal ausprobieren. Da bietet sich ja sowas wie Spalten dann mal eher an, ne? Genau, so wie du zum Beispiel spielst, du spielst eigentlich auf mehr oder weniger Leben pro Treffer, ne? Also dich ist Raserei sicher eher am interessantesten. Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Und ja, und ich wie gesagt, ich habe ja jetzt ja auch Attack Speed angesammelt und Stärke. Genau, ja, genau. Und ja, ich werde mal gucken, wie es mit der Zweihandwaffe ist. Ich schneide übrigens mit hier mal unseren Akt 3 Run. Und für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ja, Pete ist halt gerade ins TS gekommen. Jetzt geht im TS und ja, werden hier weiter ein bisschen schnacken mal über die Sachen, die uns hier so mit 104 auffallen in Akt 3. Und genau. Ja, Jungs, ihr müsst was machen, weil ich habe ja kein Stadtportal nach meinem Absturz jetzt gerade eben. Ey, total kacke, ist mir noch nie passiert. Ich bin auf den Desktop gewechselt und dann war ich auf einmal weg vom Fenster. Ich bin drin jetzt. Goblin, wo ist Goblin? Wo ist Goblin? Ja, steht Goblin? Da, Goblin. Oder? Oder war es schon vorher? Im Gruppenchat steht Goblin. Ah, hier! Oh! Angreifen? Ja, jetzt müssen wir! Ja, nein, normalerweise warten wir alle. Dann der Muffelkatze. Ja, ich habe jetzt die Chance aber auch. Viel Leben hier. Die Chance auch gerade mal genutzt. Oh, der will abhauen. Der zieht ihn raus, halt ihn am Fuß fest! Geht nicht. So ein Sackgesicht. Ich hab ja meine Buffs eh verloren und hab jetzt gerade mal das zum Anlass genommen, mir mal Zerfleischen mit reinzuholen. Okay. Die Zahlen sind so beeindruckend. Mit Fleischwunde habe ich jetzt irgendwie 5 Sekunden lang für 903 Waffenschaden 900, genau. Bluten lassen. Ich bin mal gespannt. Aber ist eigentlich auch eher so ein Zweihandding, weißt du, da brauchst du ja riesen DPS oder Grundschaden auf der Waffe, damit es dann mal richtig reinhaut, das Dotten, ne? Ja. Oh, ich probier's mal aus. Ich heil mich immer mit Provokation, also. Das ist auch nicht wirklich sehr schlecht. Ich hab das gerade nochmal getestet. Gerade nochmal getestet mit dem Rausziehen. In der Tat. Okay, einer. Es funktioniert. Also wenn du einen Skill rausziehen willst, dann geht's nicht, ne? Dann ist Skill locked. Ne? Ja. Ja, ist eine gute Änderung. Und mal das da.
Habt ihr auch den Schrei bekommen? Ja. Wow. Okay, ich sehe jetzt gerade nicht so richtig die Schadenswerte von dem Bluten. Ich glaube, das tickt so mit 8000 oder so. Lol. Dafür musste ich ja hier mein Kampfschrei wegmachen. Na gut, ich brauch's jetzt sowieso nicht, weil dadurch, dass die anderen oder dass ich Kriegsschrei, stimmt. Nee, den habe ich drin gelassen. Den hätte ich rausnehmen können, ja. Hast du recht. Habe ich es nicht dann gedacht? Ich habe leider den Schadensbuff rausgenommen. Achso, okay. Noch hast du die Möglichkeit, noch liegt er nicht. Ja, dann müsste ich jetzt irgendwie. Ach, war das Spiel so weiter. Bumm. Juhu! Wow! Paragon Level 1 oder was jetzt, Xire? Sorry Jungs, ja. Indeed. Warte mich. Was für eine Reichweite hat dieses? guck hier mein neues Skill hier. Und damit dotte ich quasi die Gegner um mich rum. Irgendwie 5 Sekunden dottet es dann mit 900 Waffenschaden. Ist ziemlich fett, haben sie riesig gebufft, aber irgendwie weiß ich nicht. So viel Schaden mache ich aktuell nicht, müsste ich bestimmt noch ein bisschen weiter umskillen. Sorry, Handy abgeleitet. Ja, passiert. Kann ja mal vorkommen. Ja gut, ich meine, an dem Zerfleischen triffst natürlich alle Gegner um dich rum, ne? Dann kommt natürlich schon Schaden zusammen, wenn das auf allen so rumtickt. Ist gar nicht verkehrt. Ich finde aber auch im AHA toll, dass sie auch dazu Bezeichnung gemacht haben, was man so verkauft oder was man kauft. Weil mit dem alten Patch ist nur gestanden, was man verkauft hat, aber man hat halt nicht gesehen, wirklich was. Werte zum Beispiel und solche Sachen hat man leider nicht gesehen. Aber jetzt kann man sehen, was man verkauft hat für Sachen. Das ist auch toll, finde ich. Oh. Wie? Du kannst jetzt da drüber gehen und dann wird dir das Item angezeigt. Boah, was ist da los? Das ist ja gut. Vorher konnte man es mit so einem Trick machen, sich das in den Chat bringen, über den Goldhaufen, aber... Ja, das ist ja auch sinnvoll, dass ihr es jetzt gemacht habt. Das ist gut. Wow. Findest du übrigens auch, dass irgendwie die Grafik ist schärfer geworden, oder? Du bist gerade beschäftigt mit dem Monster. Ja. Wahnsinn. Was ist denn hier los? Stehen, warum nicht? Wie? Ach so, ich wundere mich gerade, dass ich kein gelbes Item bekomme. Ja. Ohne Buffs ist das auch ein bisschen blöd. Genau, ja. Hier kommt das auch ein gelbes Item. Wo bist du? Oh. Ach, ich hab hier nur so einen Nebenbereich rumgehauen. Wie? Ich krieg ein gelbes Item. Los! Ja, gib her! Gelbes Item haben wir! Ja, auf jeden! Hol's dir! Schnell! Oh, Deutsch! Ein 56er! Juhu! Der ist hier gerade gedroppt, kann ich auch nichts für. Hier, ich kann stoppen, ich hab Level 51.